Meine Damen und Herren, willkommen zu DayZ. Entschuldigung, wir sind hier auf der in der Steam-Bibliothek von mir. Wie ihr seht, habe ich hier meine Spieleliste. Und hier links oben, ja, ich wollte eigentlich fragen, was soll ich denn jetzt derzeit spielen? Das habe ich mich gestern gefragt. Und na klar, nebenbei wird ja zum Beispiel DayZ Origins weitergespielt und ab und zu Player aus Battlegrounds. The Division wollte ich mit Karma, mit Little Lies eigentlich nochmal von vorne anfangen. Und ansonsten haben wir hier zum Beispiel in meinem Account hier eine kleine Liste. Arma 2, klar. Da habe ich das Hauptspiel nur eine Minute lang gespielt. Klar, das ging ja. Ich habe Arma 2 nie so richtig gespielt. Scheiße, Java Update. Ansonsten Arma 2 Mod Operation Arrowhead. Ja klar, das ist ja DayZ Origins Mod. Damit funktioniert alles. Da habe ich sogar ein paar Screenshots. Das spiele ich ja derzeit. Arma 3 habe ich auch kaum. Ja gut, das sind die Spielstunden von meinem Bruder, der das auch gespielt hat. Da habe ich eigentlich dieses, wie heißt es, King of the Hill gespielt. Die Multiplayer Mod, beziehungsweise Multiplayer Modus. Arma X Anniversary Edition, ja, die habe ich ja manchmal nicht. Diese Arma X Anniversary Edition hat manchmal nicht mit DayZ damals funktioniert. Dass man musste also quasi die andere DVD nehmen. Aber dann haben sie es irgendwie gefixt. Also, dann haben wir noch Call of Duty, das habe ich ja Modern Warfare 2 habe ich ja angefangen gehabt zu Let's Playen. Das hat kein Schwein interessiert. Das brauchen wir uns nicht mehr anschauen, denke ich mal. World War 2. Genau, das Spiel, was letzten, wann war das? November rausgekommen ist? Oder Oktober, November. Das habe ich ja, glaube ich, 12, 13 Folgen gemacht und dann wollte ich gestern losspielen. Und dann zack, Kampagne, Error. Habe ich da nochmal auf Fehlerüberprüfen gemacht, auf den Einstellungen. Hat es mir gesagt, ich soll noch irgendwelche Daten runterladen. Das hat es aber nicht gemacht. Und dann habe ich es einfach mal gelöscht. Call of Duty World War 2, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt weitermache. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich es wieder herstellen soll. Ich muss es nochmal runterladen quasi und das sind, keine Ahnung, 38 GB, habe ich keine Lust dazu. Vielleicht werde ich es irgendwann mal weiterspielen, wer weiß. Counter-Strike habe ich noch, Counter-Strike Zero, Condition Zero, das ist ja uralt. Global Offensive habe ich, da hat mein Bruder hier 254 Stunden gespielt. Und Moment mal, ich habe da wieder Benachrichtigungen in Facebook. Es geht hier um. Was hat der hier kommentiert? Bla bla bla. Bla 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 bla. Ja, wir waren jetzt bei Counter-Strike Global Offensive, sorry. Und 254 Stunden hat mein Bruder meistens gespielt. Der hat ja sogar auf seinem Account Counter-Strike Global Offensive, der ist ein richtiger Pro in dem Spiel. Sozusagen. Ich hab's vielleicht 2-3 Stunden mit dem Chris gespielt und das war's. Ja, 254 Stunden, nein, das ist nicht meine. DayZ habe ich noch. Da war auch mal die Idee, mal mit jemandem das mal zu spielen. Irgendwann, irgendwo, aber naja, da hat sich irgendwie keiner, kaum mal jemand gefunden. In der Gruppe Gamer Orden, die ich in Facebook habe, da waren mal was geplant, aber das hat sich irgendwie hinausgezögert. Deus Ex Mankind Divided habe ich auf der PS4 durchgespielt und habe ich mir nochmal für auf Amazon für 12,50 € oder so oder 17,50 € vor einem Jahr nochmal geholt. Und da habe ich es nochmal für die Xbox One geholt. Hier habe ich es 21 Stunden lang schon gespielt, also das könnt ihr auch für Let's Play weiterspielen. Könnte ich auch als Let's Play weiterspielen. Aber ich glaube, das schaut eh keiner zu. Dream Daddy, Dating Simulator. Das habe ich mal von GameStar. Da hat ein ehemaliger GameStar-Redakteur das getestet. Und ich schaue bei dem ja immer die Streams. Und der hat da das getestet. Da haben wir mal Spaß gemacht. Ja, warum nicht? Ich probiere es mal aus. Ganz nett, aber ja. Ist halt für besonders. Also für eine besondere Personengruppe geeignet, würde ich mal so sagen. Aber ist eigentlich nicht meins, sage ich schon mal. Das habe ich nur 43 Minuten gespielt und das war's.
Klar, das be mein bestes Spiel aller Zeiten, Skyrim, 241 Stunden, die könnten ja. Ah, gut, mein Bruder hat wahrscheinlich die Hälfte gespielt, ich habe die Hälfte gespielt. Oder, ja, gut, der hat weniger gespielt. Ich hab ungefähr 3/4 von den 241 Stunden gespielt. Mit allen DLCs und fast mit allen DLCs. Dragonborn und das andere, wie das hieß. Und ja, das streame ich ja ab und zu, das habe ich ja Let's Plays gemacht. Auch in der Gruppe Gamer Orden und. Ich weiß nicht, ob wir das noch spielen. Ob ich das noch, ob jemand das da noch zuschaut, ob ich das noch weiterführen sollte. Hausparty, ja, das habe ich auch mal aus Just for Fun 2 Stunden lang gespielt. Ja, das ist natürlich so eine erotische Dingsbums-Simulation. Ja. Ist als Early Access, glaube ich, auf Steam, ich weiß gar nicht mehr. Einfach mal ausprobiert. Just Cause 2. Das hat mein Bruder gekauft. Für mich. Vielen Dank. Nein, da hat er selber 11 Stunden gespielt. Das ist eigentlich nichts für mich, das Spiel. Ich habe Just Cause 1 ausgelassen, Just Cause 2, Just Cause 3 war auch nichts für mich. Vielleicht werde ich irgendwann mal anschauen. Aber dann das beste Rundenstrategiespiel, Total War. 2006 habe ich ja von GameStar die Videos angeschaut. Und das fand ich super. Das habe ich dann 2009 nach Empire Total War gespielt, gesuchtet. Hier sind nur 12 Stunden, aber damals, als es noch in Steam nicht gab, da habe ich bestimmt schon, ich glaube schon über 100 Stunden. Mountain Blade Warband, das hat auch keiner als Let's Play angeschaut. 507 Stunden. Das habe ich nicht gespielt, natürlich. Sondern mein Bruder. Ich habe höchstens 100 Stunden vielleicht gespielt. Oder 80. Mein Bruder hat das hier gesuchtet ohne Ende. Ich kann es aber auch empfehlen. Das ist was für realistische RPG ohne Fantasy. Geschichtlich, na gut, das ist ein alternatives Szenario, das ist keine, nicht auf die Realität basierend. Und PT2, das hat mein Bruder geholt wahrscheinlich auch, 28 Stunden habe ich nicht gespielt. PlayerUnknown's Battlegrounds habe ich gekauft, 30 Euro. 7 Stunden gespielt, ihr kennt ja vielleicht meine Let's Plays dazu. Da, Reason habe ich mal für, wie heißt das hier, im Winter Sale Steam geholt, ganz günstig, 2 Euro noch was. Das könnte man als Let's Play vorstellen. Also ich mache gerade diese Rundführung durch meine Liste, damit ihr jetzt anschauen könnt, was könnte ich denn als nächstes spielen? Müsst ihr mir mal sagen als Alternative. Ich weiß nicht. Sagt entweder Risen oder Risen 2, da Quarters. Übrigens Risen 1 habe ich nach, wo man auf diese Echsen trifft, in diesem Höhle. Also fast am Ende des Spiels, da habe ich nie wieder weitergespielt. Ich habe zweimal angefangen zu spielen, nur bis zu dieser Höhle mit den Echsen und das war's. Also ich habe den letzten Drittel oder Viertel des Spiels nicht mehr erlebt. Hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, durch die Höhle mit den Echsen da rum zu. Töten. Riesen 2 Dark Waters. Es hat mir mehr Spaß gemacht als Riesen 1. Ich habe es nämlich durchgespielt. Normalerweise verteufeln alle diese Piratengeschichten hier, aber Riesen 2 könnte ich, wenn ihr wollt, kann ich auch das spielen. Unturned. Das hat mein Bruder wahrscheinlich geholt. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Was ist das? The Walking Dead, da habe ich ja angefangen, Let's Play zu machen. Ne, das war das zweite Teil Season 2, hier. Hat keiner geschaut auf YouTube, das können wir glaube ich auch lassen, aber The New Frontier, vielleicht interessiert es euch. Wie gesagt, das ist meine Liste. Und wählt einfach ein Spiel aus, was ihr also ich vielleicht mal ab und zu anschauen würdet. Und schreibt es unter die Kommentare, bitte. Aber das war noch nicht alles. Denn ich hab noch einen Account. Mal die Freundesliste eingehen. Hier, Kernel Juli. Da habe ich auch Spiele. Warum eigentlich? Warum habe ich noch einen zweiten Account? Ganz einfach. Mein Bruder hat damals auch parallel gespielt. Und man musste ja damals, wenn man online ist, musste man ja dann raus quasi. Der andere musste sich ja einloggen. Und ja, deswegen habe ich einen zweiten Account nochmal danach gemacht, 2009 oder so. 36 Spiele. Empire of War, 374 Stunden hier, Platz 1. Das habe ich gesuchtet ohne Ende. Mein Bruder hat inzwischen natürlich seit 2012 seinen eigenen Account. Da spielt er CSGO, suchtet er. Er suchtet, wie heißt der eine? Garry's Mod von Half-Life, das Zeug. Das suchtet er auch. Da ist er voll der Profi im Shooter und Rainbow Six Siege spielt er auch. Das, was er spielt, spiele ich eigentlich kaum oder gar nicht.
Und ich selber hier noch Call of Duty Modern Warfare 3. Mountain Blade with Fire and Sword. Das ist der Nachfolger von Mountain Blade Warband. Ich glaube, das schaut auch keiner von euch. Call of Duty Black Ops 1, ein super Shooter. Mein erster richtiger Shooter, wo ich im Mehrspielermodus gespielt habe. Das war 2010, 2011, ja. Morom 2 Total War, das ist der Nachfolger von, glaube ich, Shogun. Total War, während Shogun der Nachfolger von Napoleon Total War war, glaube ich, also vom Addon. Da hier ist es, Napoleon Total War, das habe ich ja, diese Rundenstrategiespiele von Sega, von Creative Assembly, glaube ich, ist es, ne? Die habe ich ja, die habe ich gesuchtet ohne Ende. Hier 91 Stunden des, 92 Stunden des. Dann noch Medieval Total War, Empire Total War hier oben. Über 600, 700 Stunden bestimmt. The Witcher Enhanced Edition. Wie spricht man das auf Englisch aus? Ich bin da nicht der Pro da drin. Und The Witcher 1, das habe ich bis zu 51 Stunden, ja, sagen wir so 30 Stunden habe ich gespielt. Das ist der Rest, glaube ich, mein Bruder. Und dann, keine Lust mehr gehabt. Bin in der Stadt angekommen da. Ich habe das Gameplay, das war für mich so antik. Diese Animationen, das war. Da musste ich mich wirklich schwer drum kämpfen zu spielen. Hat mir. Das ist ein gutes Spiel, aber nein. Ich kann es einfach nicht weiter spielen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal weiterspielen. Oder ihr empfiehlt mir und sagt mir, ich soll spielen. The Witcher, ich soll Witcher spielen. Dann spiele ich halt The Witcher weiter. Vielleicht ist der Spielstand im Cloud, was ich nicht glaube, aber ich glaube, ich habe im USB-Stick noch die Spielstände. Dann muss ich gucken. Call of Duty Modern Warfare, ich glaube, das ist die Kampagne. Mafia 2. Wow, super Shooter. Nicht super Shooter, nein, das ist ein guter Shooter. Super, was sage ich, warum Shooter eigentlich? Open World Action Spiel, wie GTA. Und Mafia 1 war göttlich. Ich habe es 2009 erst nachgeholt, aber die Story, Hammer. Inszenierung, Hammer. Mafia 2 war nur noch gut. Die Story war nicht so pralle. Es fühlte sich nicht mehr an wie Mafia 1. Mafia 1 war besser als Mafia 2. Und Mafia 2 war ein bisschen besser als Mafia 3. Mafia 3 hat mir trotzdem gefallen. Call of Duty Black Ops Multiplayer, das habe ich gesucht heute ein bisschen. Risen 3, Titan Lords. Eine Leidensgeschichte. Ich liebe es und ich hasse es. Warum? Risen 3. Da war es so. Ich habe es angefangen 2015. Da, genau, da habe ich Sommersemester gehabt. Sommersemester Ferien. Ferien, ne? Ich hab's angefangen, gekauft für 40, 50 Euro. Gespielt 30 Stunden und dann zack, bei der einen Stelle mit der Spinne. Ich habe sie totgeschlagen, aber danach kommt mal so eine Cutscene oder so, dass man mit ihr sprechen kann. Und ich konnte mit ihr nicht sprechen. Und mein letzter Spielstand war 10 Stunden zurück oder so. Natürlich kann ich es auf mich zurückführen. Selber schuld, dass ich nicht vorher abgespeichert habe. Aber trotzdem. Ah! Verdammt, vielleicht will ich es irgendwann nochmal spielen von vorne. Ich habe es danach abgebrochen gehabt. Das ist der scheiß Bug, dieser. Wie nennt man sich sowas, wenn man es. Dieser Plotstopper oder wie das heißt. Dass man da nicht mehr weiterspielen kann. Ärgerlich. Enttäuschung, aber trotzdem, das Spiel ist geil. Ich würde es nochmal wahrscheinlich für PS4 spielen oder auf der Xbox One nochmal spielen. Oder ich spiele es jetzt hier auf der PC gleich weiter. Nein. Ich werde es weiterspielen, irgendwann von vorne meine ich, anfangen. Ist eigentlich zu empfehlen für Rollenspielfans. Mafia 3. 2016, Herbst, das Spiel der Spiele, Mafia 3, eines meiner Superspiele von 2016, kann ich. Also, Deus Ex Human Revolution habe ich nachgeholt, 25 Stunden gespielt. Bin am Ende jetzt müsste im letzten Level sein, glaube ich. Dishonored 17 Stunden gespielt, habe es nochmal für die Xbox One geholt. Da habe ich es nochmal angefangen vor einer Woche. Metro 2033, das hat mein Bruder gespielt, ich habe es nicht gespielt. Ist ein super Shooter, wird in Nachfolge kommen. Da habe ich richtig Bock drauf und Nachfolge, obwohl ich das aber nur dann da, weil ich die Stalker-Reihe liebe. Metro habe ich kein einziges gespielt. Ist aber auch super, habe ich gehört. Werde ich nachholen. Bioshock. Oder er sagt mir, er soll Metro spielen. Dann spiele ich Metro. Bioshock, super Spiel, habe ich nachgeholt. 2016, Winter. Ne, 2015, Winter, Weihnachten, Weihnachtsferien. Semesterferien, super Spiel, Bioshock, super Wendungen, super Story, super Charaktere. Empfehlung. Wenn ihr es wollt, dass ich weiter wieder spiele, dann sagt mir es schreibt es unter die Kommentare. Mountain Blade Warband hatten wir schon.
Fallout 3 Game of the Year Edition habe ich mir letzten März oder letztes Jahr März geholt, 11 Stunden lang gespielt und keine Lust mehr gehabt. Warum? Weil ich Fallout 4 schon gespielt habe und das hier war auch so ein Zeitfresser und da habe ich jetzt mal Pause eingelegt und habe ich lieber was anderes gespielt. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann weiterspielen oder ihr sagt mir, ich soll es spielen. Half-Life 2 habe ich auch nachgeholt, aus 2015 auch. Habe es aber nicht zu Ende gespielt. Wenn ihr es wollt, dass ich zu Ende spiele, sagt's Bescheid in den Kommentaren. Bioshock Infinity, mein dritter Platz, oder also der erste Platz, Bioshock 1 kommt an erster Stelle, Bioshock 2 an zweiter Stelle, Bioshock 3 an dritter Stelle. Und weil diese Story ist so verwirrend, ich habe die DLCs nicht gespielt, da wird es angeblich leichter erklärt, dann vervollständigt. Nee. Es ist ein gutes Spiel, aber der erste, zweite hat mir besser gefallen. Hier ist der zweite. Nur 9 Stunden habe ich dafür gebraucht. Tomb Raider habe ich auf der Xbox One durchgespielt, hier nicht. Da muss ich mal auch weiter durchspielen. Space Engineers, ein toller Minecraft-Weltraumaufbauspiel. The Forest mit Marcel habe ich aus dem Game Award, habe ich das gespielt ein bisschen. Heroes and Generals, dann dank meinem Bruder habe ich das auch mal gespielt, ab und zu mit meinem Bruder. Fallout 4 habe ich auf der Xbox One gesucht, das habe ich mir für Steam damals noch vor einem Jahr geholt. Könnte auch was werden. Ich glaube, Faulty spielt es und der Vector Sigma spielt es auch. Ne? Ja, könnte ich auch spielen als Let's Play oder live, wenn ihr wollt. Mein Internet ging heute nicht. Homefront, naja, das ist so ein, naja, ich habe es angefangen zu spielen, das hat mir nicht so gut gefallen, aber vielleicht spiele ich es irgendwann weiter. Republic Commando habe ich ein bisschen mehr gespielt, PlanetSide 2 ist ein Multiplayer-Shooter, Science Fiction. Mehrspielermodus, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Remastered. Warum habe ich das hier? Weil ich alle Bioshock-Teile habe und man deswegen das Remastered dazu bekommt, wenn man alle Teile hat. Borderlands 2 hat mir der, wie heißt der nochmal, aus dem Game Award geschickt, von dem ich den TS-Server nutzen konnte mit dem Chris. Oh, ich weiß gar nicht, manche Namen kann ich kenne so viele Namen vom Game Award, ich kann mir manche Namen auch nicht zuordnen. Verdammt, bin ich alt. Sorry. Ah, ich war Call of Duty Modern Warfare 3. Also danke schön nochmal für Borderlands 2. Der hat's mir geschenkt. Damals. Vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren. Weiß ich nicht mehr. Half-Life 2, Closed Coast haben wir noch. Half-Life Blue Shift, Opposing Force, alles nicht gespielt. Aber Hauptsache gekauft. Mafia 3. Family Backpack, keine Ahnung. Ich habe nur das Hauptspiel gespielt. Nicht die. Tales of Zestiria soll gut sein. Habe ich mal einfach gekauft. Wenn ihr das wollt, das kann ich spielen. The Banner Saga, wenn ihr wollt, kann ich spielen. The Witcher 2! Hallo! Wenn ihr wollt, kann ich das spielen. War of the Roses hat mein Bruder geholt. Ja, das war mein Überblick über meine Steam-Liste. Jetzt wisst ihr, dass ich einen zweiten Account habe. Hier, Colonel Juli. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht mal ab und zu oder einmal vielleicht reinschauen würdet, wenn ich es spielen würde. Was wäre das denn für ein Spiel? Schreibt es unter die Kommentare, oder? Weil, wenn ihr mit mir online spielen wollt, bis Little Lies, schlag mal, Little Lies, ich habe dir wegen Playern aus Battlegrounds geschrieben. Wenn du es willst, können wir zusammen spielen, wenn du ein Headset hast oder so. Ansonsten, ja, will ich weiterhin ein bisschen ab und zu DayZ spielen und The Division und Little Lies, wenn er ma mag. Und Player aus Battlegrounds erstmal, das sind die drei, vielleicht noch Skyrim, irgendwann, wenn Zeit ist, weiterspielen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche und viel Spaß weiterhin beim Zocken. Tschüss!